Sie wurden über England gesichtet. Das war nicht nur eine UFO-Sichtung, es war ein Sicherheitsvorfall. Über den USA und Belgien. Sie sind unerlaubt in den Luftraum eingedrungen. Die belgische Luftwaffe musste handeln. Riesige Dreiecke am Himmel. Tausende Menschen wollen sie gesehen haben. Die Behörden sind ratlos. Es geht um die nationale Sicherheit. Große dreieckige Objekte bewegen sich unerlaubt in unserem Luftraum. Es ist nicht klar, wer oder was sie sind, wer sie steuert oder wo sie herkommen. Vermeintliche Sichtungen von UFOs gibt es seit Jahrzehnten. Tausende sind in offiziellen Regierungsakten dokumentiert. Für die meisten gibt es einfache Erklärungen, aber einige Fälle bleiben rätselhaft. Jetzt werden lange Zeit geheime Akten veröffentlicht. Bringen sie die Wahrheit ans Licht? März 1990. Vom Luftstützpunkt Beauvchain in Belgien starten zwei F-16. Yves Mehlbergs, Pilot der 350. Staffel, soll einer gemeldeten Verletzung des belgischen Luftraums auf den Grund gehen. Die Zentrale sagte uns, über Belgien sei ein UFO gesichtet worden. Hauptmann Mehlbergs erhält eine Beschreibung des mutmaßlichen Eindringlings. Es war dreieckig, Lichter am Rand, eine Art Kuppel auf der Oberseite. Und es bewegte sich langsam und geräuschlos. Manchmal aber auch sehr schnell, mit Überschallgeschwindigkeit. Der Befehl lautete abfangen und identifizieren. Der offizielle Bericht der belgischen Luftwaffe führt die Ereignisse der Nacht genau auf. 0.30 Uhr, 40 Kilometer vom Stützpunkt. Mehlbergs F-16 hat Radarkontakt. Das Objekt bewegt sich mit Überschallgeschwindigkeit. Es tauchte zum ersten Mal 40 Kilometer entfernt auf. Wir sahen es auf dem Radar. Die Radaraufzeichnung aus Mehlbergs F-16, das kleine Rechteck am oberen Rand, ist das Zielobjekt. Es war die Bestätigung dafür, dass in diesem Moment etwas in der Luft war. Genau das Ding, das auch die Bodenstation gesehen hatte. Die beiden F-16-Piloten nähern sich ihrem Ziel und erkennen, das ist kein gewöhnliches Flugzeug. Immer wenn wir uns näherten, verschwand es vom Bildschirm. Was genau verfolgt Hauptmann Mehlbergs? In den 4 Monaten zuvor wurden mehrfach seltsame Objekte über Belgien gesichtet. Hunderte von Menschen beschreiben dreieckige Fluggeräte am Himmel. Angefangen hat alles in Eupen, 10 Kilometer vor der deutschen Grenze. Am 29. November 1989 sehen zwei Polizisten Ungewöhnliches am Himmel. Sie sahen helle Lichter, die über offenem Feld schwebten. Die Lichter sollen an einer Art dreieckiger Plattform angebracht gewesen sein. Der Autor und UFO-Forscher David Mahler hat den Vorfall untersucht. Das Objekt schwebte über dem Feld in der Nähe ihres Autos. Es war lautlos. Dann bewegte es sich langsam in Richtung Stadt. Die beiden waren verblüfft. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Sie wussten nicht, was zu tun war. Die Polizisten folgten dem Objekt eine Zeit lang. Die Autorin und Journalistin Leslie Keen hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Es stoppte über dem Gileb-Stausee.
Sie beobachteten es über eine Stunde lang und was sie sahen, war außergewöhnlich. Das UFO sendete eine rote Lichtkugel aus, die über die Oberfläche des Sees flog und dann wieder zum Objekt zurückkehrte. Die rote Kugel bewegte sich scheinbar selbstständig. Dann sehen die beiden Beamten, wie ein zweites dreieckiges UFO über dem Seeufer aufsteigt. Es schwebt lautlos neben dem ersten. Sie riefen die Zentrale in Eupen an. Der Mann am anderen Ende lachte und sagte, es könnte der Weihnachtsmann sein. Sie sagten, das sei kein Scherz, sondern etwas sehr Ernstes. Am Ende der Nacht berichten hunderte Augenzeugen, auch andere Polizisten, von den seltsamen Flugobjekten. Hunderte sagten unabhängig voneinander aus, ohne zu wissen, was andere gesehen hatten. Viele der Zeugen, darunter auch die beiden Polizisten, die dem Objekt zum See folgten, zeichnen, was sie gesehen haben. Die Bilder der dreieckigen Objekte ähneln sich auffällig. Seit den späten 1940er Jahren sind Zehntausende Sichtungen unbekannter Objekte gemeldet worden. Schwarze, deltaförmige Flugobjekte, bekannt unter dem Namen Schwarze Dreiecke. Die meisten Leute denken bei UFOs an Scheiben oder fliegende Untertassen. Aber in den letzten Jahrzehnten gab es viele Berichte über dreieckige UFOs, so wie die, die über Belgien gesehen wurden. Es ist die größte UFO-Form, die bisher dokumentiert wurde. Sie sollen sehr groß, wirklich riesig sein, so groß wie ein Fußballfeld. In der Presse sind die UFOs Tagesthema. Wird Belgien von Aliens heimgesucht? Oder gibt es eine andere Erklärung? Was es auch immer ist, Nacht für Nacht kehren sie zurück. In den kommenden Monaten registrieren die Behörden Hunderte von vermeintlichen UFO-Sichtungen. Das Militär interessierte sich sehr für das Thema. Man wollte natürlich keine Panik auslösen, konnte aber die Meldungen auch nicht ignorieren. Die Berichte waren, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Sie kamen von glaubwürdigen Personen und die schiere Menge zwang das belgische Militär, das Thema ernst zu nehmen. Die belgische Luftwaffe war alarmiert. Etwas drang in ihren Luftraum ein. Es lag in ihrer Verantwortung, den Himmel über Belgien zu schützen. Und es musste etwas getan werden. Die Luftwaffe will handeln. Nach der nächsten Sichtung sollen Kampfjets das Objekt abfangen. Es dauert nicht lang. 30. März 1990. Kurz vor 23 Uhr meldet ein Polizist drei seltsame Lichter über Gombloux. Die Lichter bilden ein Dreieck. 15 Minuten später registriert ein Radar in der Nähe des Dorfes Glon ein Objekt, das sich langsam nach Westen bewegt. Das Radar im Hauptquartier der Luftwaffe bestätigt das Ziel auf der gleichen Position. Kampfjets steigen auf. Der Pilot Yves Mehlberg ortet das Objekt. Auf seinem Radar ist es gut 10 Kilometer entfernt. Es war dunkel, es gab keine Lichter auf dem Objekt, wir konnten nichts sehen. Mehlbergs folgt dem Objekt mit Hilfe des Radars. Als er angreifen will, weicht es plötzlich aus. Das Objekt änderte abrupt Kurshöhe und Geschwindigkeit. Es bewegt sich mit rasender Geschwindigkeit auf Mehlbergs Radarschirm hin und her. Die Leistung war erstaunlich. Die Geschwindigkeit variierte von sehr langsam bis zu Überschall, sodass es sehr schwer war, das Ziel abzufangen. Im offiziellen Bericht der belgischen Luftwaffe heißt es, den Piloten gelingt es dreimal, das Ziel anzuvisieren, aber jedes Mal ändert das UFO plötzlich den Kurs. Es beschleunigt von 150 auf 970 Knoten, fast 1800 Kilometer pro Stunde in nur wenigen Sekunden. Wir schafften es schließlich, uns bis auf etwa 8 Kilometer zu nähern.
Mehrfach versuchen die Piloten, das Objekt abzufangen, aber sie kommen nicht nah genug, um es zu sehen. Man kann nur sagen, dass es sich um ein unbekanntes Objekt handelt. Was genau, wissen wir bis heute nicht. Die belgische Luftwaffe hat Beweise gesammelt. Auch die Radaraufzeichnungen aus dem Cockpit der F-16 von Hauptmann Mehlbergs. Was verraten die Radardaten über das vermeintliche UFO von 1990? Was wir hier sehen, sind die Daten des F-16-Radars. Dr. Raviraj Adve ist Spezialist für Radarsignale. Als erstes prüft er, ob es sich um ein Wetterphänomen handeln könnte. Das glaube ich nicht. Die Daten zeigen kein natürliches Ereignis. Dr. Adve stellt die Radardaten grafisch dar. Wir sehen, dass das Ziel auf etwa 1800 Meter fällt. Dann gewinnt es rasant an Höhe und fällt dann wieder extrem schnell, sodass es beinahe am Boden aufschlägt. Gleichzeitig ändert sich die Geschwindigkeit drastisch. Es springt von 300 auf etwa 1100 Kilometer pro Stunde in weniger als einer Sekunde. Das ist eine wahnsinnige Beschleunigung, die physikalisch unmöglich erscheint. Kurz vor Ende der Aufzeichnung springt es noch einmal. Es rast mit 2000 Kilometern pro Stunde auf den Boden zu. Wir haben keine Trümmer gefunden, aber es hätte abstürzen müssen. Die Beschleunigungswerte der Radaraufzeichnung übersteigen die Leistung jedes Flugzeugs. Dr. Adve glaubt trotzdem nicht, dass es ein UFO war. Ich glaube, es handelt sich hier um ein elektronisch manipuliertes Signal, eine Technik, um Radar zu täuschen. Jamming. Gezielte Störung des Radars. Diese Technologie wird vom Militär eingesetzt. Dabei werden falsche Ziele erzeugt, damit der Feind denkt, es gäbe viele Flugzeuge, wo es in Wirklichkeit keine gibt. Die F-16 waren mit einem älteren Radar ausgestattet, noch aus dem Vietnamkrieg. Bill Sweetman ist Journalist und Spezialist für geheime Militärprojekte. Also, das ist gewiss kein ausgeklügeltes Gerät, nicht sehr widerstandsfähig gegen Störsignale. Das bodengestützte Radar war leistungsfähiger, aber Störsysteme sind so konzipiert, dass auch sie davon betroffen wären. Aber wenn die Piloten einer Radarstörung folgten, was hat dann die Bevölkerung am Nachthimmel über Belgien gesehen? Eine Erklärung könnten Hubschrauber sein. Da war die niedrige Flughöhe und das Aussehen. Bei einigen Hubschraubern sind die Lichter dreieckig angeordnet. Aber viele Augenzeugen berichten über Flugeigenschaften, die nicht denen eines Hubschraubers ähneln. Hubschrauber sind laut. Diese Objekte waren lautlos. Außerdem hieß es, dass sie plötzlich verschwanden. Helikopter machen sowas nicht. Viele Augenzeugen bestehen darauf, dass das Objekt kein Hubschrauber war. Aber was könnte es sonst gewesen sein? Der Stabschef der belgischen Luftwaffe, Oberst Wilfried de Brouwer, glaubt, dass es ein NATO-Partner war. Seine Erklärung war, es könnte Tarnkappentechnologie aus Amerika gewesen sein. Ein geheimes Papier des Verteidigungsministeriums belegt, dass der belgische Oberst sich bei den verbündeten USA nach geheimen Tarnkappenflugzeugen erkundigte, die F-117 und den B-2-Bomber. Beide sind dunkel und haben eine ungewöhnliche Dreiecksform. Ist es möglich, dass die Augenzeugen solche neuartigen Flugzeuge sahen? Er bekam die Auskunft, dass dies nicht der Fall war. Das steht in einem offiziellen US-Dokument, das die Antwort auf die belgische Anfrage festhält. Natürlich besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass das, was die Leute am Himmel über Belgien sahen, geheime Testflüge waren. In den späten 80er Jahren gab es viele solcher Geheimprojekte. Ist es möglich, dass die Amerikaner etwas verschweigen? Denkbar, dass die Dreiecke Flugzeuge waren. Es gibt Flugzeuge, die so ähnlich aussehen.
Auch die strategische Lage Belgiens im Kalten Krieg könnte eine Rolle spielen. Es könnte Gründe geben, warum ein geheimes Flugzeug außerhalb der USA getestet wird. Zum Beispiel, um es gegen verschiedene Verteidigungssysteme zu testen. Vielleicht wollte man auch in der Nähe der Sowjetunion fliegen, um zu sehen, ob es bemerkt wird. Die belgische Öffentlichkeit verlangt Antworten. Oberst de Brouwer erläutert seine eigentlich geheimen Erkenntnisse auf einer Pressekonferenz. Das Objekt, wenn es eins gibt, beschleunigt so stark, dass es kein normales Flugzeug sein kann. Es war sehr interessant, als er seine Informationen öffentlich machte. Er stellte sie einfach so zur Verfügung. Die Daten zeigten, dass es dort etwas gab, was nicht erklärt werden konnte. Und es gab keine Geheimhaltung. Wir wissen immer noch nicht genau, was an diesem Tag geschah, aber wir wissen, was nicht geschah. Es war kein Wetterphänomen, kein Hubschrauber, kein Prototyp oder dergleichen. Es ist immer noch ein unbekanntes Flugobjekt. Bis heute. Nach dem 31. März werden nur noch wenige schwarze Dreiecke gesichtet. Die belgische UFO-Welle ebbt ab. Erst 3 Jahre später kommt es erneut zu einem Zwischenfall, diesmal über England. Cosford, England, 31. März 1993. Auf den Tag genau 3 Jahre nach der mysteriösen Sichtung in Belgien. 200 Kilometer nördlich von London sind 2 Beamte der Royal Air Force Police auf Patrouille. Sie stoppten ihr Auto, stiegen aus und schauten nach oben. Sie sahen 2 helle weiße Lichter, konnten aber nicht feststellen, ob es sich um mehrere Objekte oder um Lichter an der Unterseite eines viel größeren Schiffes handelte. Das Objekt bewegt sich völlig lautlos. Die beiden Unteroffiziere schreiben einen Bericht. Die schriftliche Meldung der Militärpolizisten ist der erste Bericht über die Ereignisse, die als der Cosford-Zwischenfall bekannt werden. Dies ist der Stützpunkt von Cosford. Hier passierte es. 1993 war Nick Pope im britischen Verteidigungsministerium für solche Fälle zuständig. Meine Aufgabe war, Sichtungen, die uns gemeldet wurden, zu untersuchen. Ich sollte feststellen, ob es eine Bedrohung für das Land gibt. Popes offizieller Bericht hält eine regelrechte Welle von UFO-Sichtungen in Großbritannien fest. Die Sichtung von Cosford war wie ein Startschuss. Danach gab es eine ganze Reihe von Berichten über große dreieckige UFOs. Nicht nur Militärangehörige melden sich. 10 Minuten nach den Sichtungen in Cosford ist 30 Kilometer nordöstlich wieder etwas zu sehen. Eine Familie sah das UFO in der Nähe der Stadt Rugeley. Sie haben versucht, dem Ding hinterherzufahren. Einer der Zeugen beschrieb ein Raumschiff, das direkt über sie hinwegflog, mit einem summenden Geräusch. Und sie dachten, das Ding flog so niedrig, dass es auf einem Feld gelandet sei, beim Ort Hazelside. Aber als sie dort ankamen, war nichts zu sehen. Die Militärpolizei stellte fest, dass in dieser Nacht keine Flugaktivitäten stattfanden, die diese Sichtungen erklären könnten. Das war nicht nur eine Sichtung, es war ein Sicherheitsvorfall. Während die Militärpolizei am Stützpunkt Cosford noch unterwegs ist, beobachtet der Wetteroffizier der Militärbasis von Shawbury, nur 32 Kilometer entfernt, das gleiche Objekt.
Der Offizier beschrieb, wie dieses UFO langsam auf die Basis zuflog und dann genau darüber stehen blieb. Er sagte, es war ein riesiges, dreieckiges oder deltaförmiges Schiff, das einen tieffrequenten Brummton abgab. Angeblich konnte er die Vibration am ganzen Körper spüren und es war ein extrem beunruhigendes Gefühl. Er sah, wie sich ein dünner Lichtstrahl vom Raumschiff aus nach unten richtete. Der Lichtstrahl bewegte sich über die Felder am Stützpunkt hinweg, fast so, als würde er etwas suchen. Dann wurde er nach ein paar Minuten wieder abgeschaltet. Und das UFO verschwand mit erstaunlicher Geschwindigkeit am Horizont. Viel schneller als ein Militärjet. Der Beamte sagte, er sehe fast täglich Jets, aber dieses Objekt war um ein Vielfaches schneller. In den nächsten Tagen interviewt Nick Pope Zeugen. Ihm wird klar, das ist kein gewöhnlicher Fall. Es gab viele Übereinstimmungen. Die Beschreibung eines großen dreieckigen UFOs, das sich sehr langsam bewegen und sogar schweben kann und dann plötzlich extrem schnell wird. Innerhalb von 8 Stunden werden mehr als 200 Sichtungen gemeldet. Wir wussten, dass wir ein Problem haben. Etwas war direkt über zwei unserer Militärbasen geflogen. Wir waren verwundbar. Nick Pope und seine Kollegen analysieren fieberhaft Daten, um festzustellen, was da in den britischen Luftraum eingedrungen war. Nach und nach haben wir die üblichen Ursachen ausgeschlossen, die für UFO-Meldungen verantwortlich sind. Planeten und helle Sterne, Satelliten, Meteore, Flugzeuglichter und Wetterballons. Und je mehr wir ausschließen konnten, desto mysteriöser wurde das Ganze. Selbst Kollegen, die normalerweise skeptisch sind, waren nun der Auffassung, dass hier etwas wirklich Bizarres vor sich geht. Nach monatelangen Recherchen ist Popes Team davon überzeugt, dass es sich bei den Sichtungen nicht um Lichterscheinungen, sondern um ein reales Objekt gehandelt hat. Ich bin ganz sicher, dass es real war. Ein riesiges Objekt operierte über dem Vereinigten Königreich. Der Ursprung aber bleibt ein Rätsel. War es ein geheimer Prototyp oder eine Drohne? So wie die Belgier fragen auch die Briten in den USA nach, ob es sich um eines ihrer Projekte handeln könnte. Die Antwort bleibt gleich. Die Amerikaner sagten uns, dass sie keine solchen Flugzeuge haben und dass es keine Testflüge bei uns gegeben hat. Pope nutzt einen geheimen Kontakt, will wissen, ob vielleicht die CIA oder andere Dienste beteiligt sind. Der amerikanische Verteidigungsminister kochte vor Wut. Wenn wir sagen, dass es nicht existiert, dann existiert es auch nicht. Wir mussten schnell handeln, um diplomatische Verwicklungen zu verhindern. Die Untersuchung steckt fest. Pope kann nur mutmaßen, was da am Nachthimmel über Großbritannien war. Ich habe keine realistischen Anhaltspunkte. Wenn es nicht irgendein geheimer Prototyp war, dann bin ich ratlos. Ich habe keine Ahnung. Der Vorfall von Cosford ist bis heute ungeklärt. Ich kann nicht ausschließen, dass es ein außerirdisches Raumschiff war. Die Ermittler in Belgien und England konnten den Ursprung der schwarzen Dreiecke nicht feststellen. Ohne handfeste Beweise bleiben die Fälle ungelöst. 7 Jahre später tauchen die Objekte erneut auf. 5. Januar 2000, St. Clair County, Illinois. Polizist Ed Barton fährt Streife, als er einen Funkspruch von der Dienststelle erhält. Lebanon 2366 von Highland PD. Barton fährt auf der Hauptstraße in Richtung Süden in die Gemeinde Lebanon.
Die Originalaufnahme der Polizei aus der Nacht. The truck driver just stopped in and said there was a flying object in the area of Lebanon. Der Polizeifunk dieser Nacht gilt für UFO-Experten als eine der am besten dokumentierten Sichtungen eines unbekannten Flugobjekts. Es passiert selten, dass wir offizielle Aufzeichnungen vom Moment der Sichtung haben. Der Journalist David Mahler ist Ermittler bei MUFON, einem wissenschaftlichen Netzwerk für die Untersuchung von vermeintlichen UFO-Sichtungen. Das Gespräch auf dem Band klingt anfangs eher fröhlich und unbeschwert. Ed Barton schenkte dem Ganzen keine große Beachtung. Aber dann bemerkte er Lichter, die sich in Richtung Osten bewegten. Und diese Lichter gehörten zu einem tieffliegenden, dreieckigen Objekt. Ich habe ausführlich mit Officer Barton aus Illinois gesprochen. Ed Bartons Aussage, nur wenige Tage nach dem Vorfall. Darin heißt es, das Objekt habe etwa 300 Meter über ihm geschwebt. Barton sagte, dass jedes Flugzeug irgendeine Art von Lärm erzeugt hätte, aber dieses Objekt war lautlos. Nach einigen Minuten dreht sich das Objekt und rast Richtung Südwesten. Barton glaubt zunächst an einen neuartigen Militärjet. Ein US-Luftwaffenstützpunkt liegt ganz in der Nähe. Barton glaubt, es könnte ein Jet von dort sein. Die Stadt Shiloh liegt direkt neben der Scott Air Force Base. Um 4.24 Uhr meldet sich Polizist David Martin aus Shiloh. Plötzlich entfernt sich das Objekt mit hoher Geschwindigkeit. 15 Minuten später, bei der Gemeinde Millstadt, wird es von einem weiteren Polizisten entdeckt, Craig Stevens. Craig Stevens kann ein Foto machen, bevor das Objekt verschwindet. Durch die Kälte ist das Polaroid allerdings undeutlich. Lichter sind zu sehen, aber kaum Details. Ein Objekt ist nicht auszumachen. Aber die Erinnerung ist noch frisch. Stevens fertigt aus dem Gedächtnis Skizzen an. Die Form, die er zeichnet, ist dreieckig. 23 Minuten später in der Gemeinde Dupo will ein vierter Beamter das Objekt gesehen haben. Verbindet man die Sichtungen auf einer Karte, ergibt sich eine Flugbahn von etwa 60 Kilometer in rund einer Stunde. Der Fall macht Schlagzeilen. Wie bei den Sichtungen in Belgien und Großbritannien beginnt der Ermittler mit naheliegenden Erklärungen. Vielleicht hatte das Militär ein geheimes Versuchsflugzeug in der Gegend getestet. Immerhin waren die Sichtungen ja in unmittelbarer Nähe einer Militäranlage. Da wäre das schon nachvollziehbar. Die geschätzte Flugbahn des angeblichen UFOs zeigt, dass es nur 3 Kilometer von der Scott Air Force Base entfernt war. Auf dem Radar hätte es erscheinen müssen. Doch Polizei und Militär verweigern die Stellungnahme. Ich habe dann einen offiziellen Antrag gestellt und die Dokumente sind freigegeben worden. Am 19. Januar 2000, 2 Wochen nach dem Ereignis, antwortet der Kommandant des Stützpunkts auf Mahlers Fragen.
In der Antwort hieß es, dass keine Militärflugzeuge in der Gegend waren. Und es gab auch keine Tests von anderen Flugobjekten in dieser Zeit. Als Mahler auch die Radardaten anfordert, erhält er eine überraschende Antwort. Sie gaben an, dass ihr Radar zum Zeitpunkt der UFO-Sichtung nicht in Betrieb war. Eine Enttäuschung. Ohne Radardaten ist der Fall kaum zu lösen. Aber Mahler gibt nicht auf. Er will wissen, was die vier Polizisten genau gesehen haben. Zuerst dachte ich, es seien militärische Objekte. Das schien naheliegend. Aber wenn wir uns die Zeugenaussagen und die Skizzen dieses großen dreieckigen UFOs betrachten, dann besteht eine auffällige Ähnlichkeit zu den Berichten aus Belgien und Cosford. Wir können davon ausgehen, dass die Zeugen im Wesentlichen denselben Objekttyp beschreiben. Vielleicht sogar dasselbe Objekt. Auch Bill Sweetman sieht eine Verbindung. Man kann sich Flugzeuge vorstellen, die Eigenschaften aufweisen, die die Leute als schwarze Dreiecke beschrieben haben. So könnte man einiges erklären, was man in Cosford oder in Belgien gesehen hat. Aber aus der Welt der streng geheimen Militärflugzeuge wissen wir fast nichts. Die meisten Geheimprojekte aus den 1980er und 90er Jahren sind noch heute geheim. Ich vermute, dass es im Laufe der Jahre Dutzende Programme gegeben hat, die die Flugerprobungsphase erreicht haben. Wir wissen von zwei oder drei. Also kennen wir vielleicht 10% aller Prototypen. Könnten die schwarzen Dreiecke also Militärprojekte sein, die bis heute geheim gehalten werden? Mahler blickt noch einmal zurück. Er sucht in den bereits freigegebenen Dokumenten nach übersehenen Hinweisen. Ich hätte vielleicht vermutet, dass die Berichte über dreieckige UFOs ein paar Jahrzehnte alt sind, aber nicht, dass es sie schon so lange gibt. Mahlers Quelle für die UFO-Forschung ist die Luftwaffe. Von 1947 bis 1969 untersucht sie Tausende von UFO-Sichtungen. Es begann mit Project Sign, gefolgt von Project Grudge. 1952 beginnt das Project Blue Book. Es sind die drei umfangreichsten UFO-Studien überhaupt. Das war eine Sammlung von 12.000 Berichten, die von der US-Luftwaffe zusammengestellt und analysiert wurden. Die US-Luftwaffe ist ständig in Alarmbereitschaft. Wir schauen nach allem, was durch unsere Atmosphäre fliegt. Ziel von Project Blue Book ist die Analyse aller UFO-Daten zur Wahrung der nationalen Sicherheit. Viele der 12.000 Sichtungen in Project Blue Book lassen sich erklären. Es sind Vögel, Flugzeuge, Sterne oder Wolken. Für 6% gibt es keine wissenschaftliche Erklärung. Darunter auch Fall 398, eine Dreieck-UFO-Sichtung in Baltimore 1949. Hauptzeuge ist ein Kunststudent, der vorher in der Air Force war. Einer, der sich mit Flugzeugen auskennt. Um 18.30 Uhr sieht der Student etwas in den Wolken. Es könnte ein Flugzeug sein, aber es ist anders als alle Modelle aus dem Krieg. Er sah nicht ein oder zwei, sondern viele dreieckige UFOs. Sie flogen wie ein Schwarm umher. In alle möglichen Richtungen und durch die Wolken. In der Blue Book-Akte heißt es, es gab etwa 15 bis 20 V-förmige Objekte, die in kreisförmiger Formation flogen. Sie schienen keine Triebwerke oder andere konventionelle Flugzeugteile zu haben. Sie waren schwarz und manövrierfähig und sollen extreme Geschwindigkeiten erreicht haben. Diese dreieckigen UFOs zeigten ungewöhnliche Flugeigenschaften. Sie wirbelten umher und bewegten sich durch die Wolken. Auch die Nachbarn des Mannes werden Zeuge der seltsamen Objekte.
Sie konnten nicht feststellen, wie viele es waren, weil sie ständig umherschwirrten. Aber immer wenn sie sichtbar waren, konnte man eine dreieckige Form erkennen. Der Kunststudent zeichnet sofort, was er sieht. Er hebt die Form des unbekannten Flugobjekts besonders hervor, ein Dreieck. Er wendet sich an die Luftwaffe, um die Sichtung zu melden. Er gibt zu Protokoll, schon oft Flugzeuge und Vögel im Flug beobachtet zu haben, aber noch nie etwas, das diesem Objekt auch nur ähnlich ist. Das ist die Skizze des Kunststudenten. Die Ermittler der Luftwaffe stellen fest, dass die Objekte weder vom Radar noch von anderen Piloten gesehen wurden. Wenn es keine Vögel oder Flugzeuge sind, was ist es dann? Wenn wir auf 1949 zurückblicken, können wir sicher sagen, was damals geheime Technologie war. Denn alle Geheimprojekte von damals sind heute freigegeben. Tatsächlich gibt es damals ein Geheimprogramm, das zu der Sichtung passt, die Northrop YB-49. Haben die Augenzeugen den Prototypen gesehen? 1949 hatte Northrop das Nurflügelflugzeug in verschiedenen Formen getestet. Es war ein außergewöhnliches Flugzeug für damals und für heute. Bill Sweetman glaubt nicht, dass die Northrop Flying Wing die Erklärung des Baltimore-Vorfalls ist. Der Nurflügler war kein sehr wendiges Flugzeug. Jedes harte Manöver hätte dazu geführt, dass er vom Himmel fällt. Man musste es also sehr vorsichtig fliegen. Und wenn die Leute behaupteten, dass sie viele Nurflügler gleichzeitig gesehen haben, kann das einfach nicht sein, denn es gab nicht sehr viele davon. Aber wenn es keine Nurflügler sind, was war es dann? Wenn wir uns die offiziellen Ermittlungen des Militärs ansehen, haben sie keine Erklärung. Und meiner Meinung nach gibt es dafür tatsächlich überhaupt keine rationale Erklärung. Der Vorfall von Baltimore. Eine von vielen Ermittlungen der Luftwaffe zu sogenannten schwarzen Dreiecken in den 1940er und 50er Jahren. Eine weitere UFO-Sichtung aus dem Project Blue Book findet am 28. Januar 1953 statt. Der Luftwaffenbericht ist, unterzeichnet, vom kommandierenden Offizier des Stützpunkts Albany in Georgia. Um 21.35 Uhr fliegt ein T-33-Jet im Luftraum über Albany. Der Pilot ist ein erfahrener Offizier mit 3.100 Flugstunden. Auf diesem routinemäßigen Nachtflug beobachtet er etwas Unheimliches direkt vor seinem Jet. Er dachte, wenn ich an Höhe gewinne und das Objekt auf meiner Windschutzscheibe größer wird, dann befindet es sich innerhalb der Atmosphäre und ich sollte es identifizieren können. Wenn es nicht größer wird, muss es ein Stern sein. Plötzlich befand sich das Licht, das über ihm gewesen war, unter ihm, was Sterne sofort ausschloss. Der Pilot gibt zu Protokoll, das Objekt habe ständig die Farbe gewechselt, von weiß nach orange und zurück. Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, verwandelte sich das Objekt seiner Aussage nach in ein gleichseitiges Dreieck. Dann sah er, wie sich das Dreieck in zwei Dreiecke teilte, die in verschiedene Richtungen schossen. Luftfahrtexperte Bill Sweetman hat eine Erklärung für dieses Ereignis. In den 1950er Jahren in Georgia sind Jets noch ziemlich ungewohnt für die Leute. Vor allem, was die Geschwindigkeit angeht. Dazu kommt, dass es Nacht war und die Radartechnik noch nicht ausgereift. So gesehen kann man sich leicht vorstellen, dass der Anblick eines Kampfjets in der Nacht verwirrend sein konnte. Ein sehr kompliziertes Umfeld. Von den Sichtungen in Belgien, England und den Vereinigten Staaten bis hin zu den Berichten aus den 1940er und 50er Jahren. Schwarze Dreiecke scheinen ein Phänomen zu sein, das über Jahrzehnte beobachtet wird. Mahlers Ermittlungen führen ihn noch weiter in die Vergangenheit.
Ich führte eine umfassende Recherche in Zeitungsarchiven durch. Dabei stieß ich auf Fälle, die immer weiter zurückgingen, zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. Die Frage ist, womit haben wir es hier zu tun? Wissenschaftszeitschriften des 19. Jahrhunderts enthalten Berichte über schwarze Dreiecksobjekte am Himmel. Jahrzehnte, bevor die ersten Flugzeuge geflogen sind. Der früheste Bericht, den ich fand, ist von 1882, dokumentiert im Scientific American. Juli 1882, Lebanon, Connecticut. Zwei Astronomen, die den Mond beobachten, sehen Seltsames in ihrem Fernrohr. Die Astronomen berichteten von UFOs, die sich über die Mondoberfläche bewegten. Beschrieben wurden zwei dreieckige, dunkle Objekte, die über den Mond flogen. Die Astronomen berichteten, dass sie zwei schwarze Dreiecke auf der unteren Mondhälfte sahen. Sie bewegten sich aufeinander zu und haben fast ein Viertel der Mondoberfläche verdeckt. Die beiden Forscher notieren keine Vermutung, was diese dreieckigen Objekte sein könnten. Es ist einer der ersten Berichte über dreieckige UFOs, zwei Jahrzehnte vor dem Beginn menschlicher Luftfahrt. In der Zeitschrift Nature beschreibt ein Schriftsteller, wie er einen dunklen Fleck am Himmel sieht. Er sei fächerförmig und hält seine Position eine halbe Stunde lang. David Marler entdeckt Berichte aus der ganzen Welt. Fliegende Dreiecke, die kontrolliert, Zitat, hoch in die Wolken aufsteigen. Die Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert ähneln denen des 20. Handeln sie von denselben Objekten? Man kann sich Fälle aus dem 19. Jahrhundert, aus den 1940ern, 80ern, und von 2011 anschauen, und sie sind konsistent. Es scheint keine Veränderung in der Technologie zu geben, wie wir es bei uns erwarten würden. In den letzten 60 Jahren Luftfahrtgeschichte sieht man den Fortschritt. So eine technische Evolution gibt es bei den UFOs nicht. Maulers Recherchen bringen ihn zu einem gewagten Ergebnis. Es führt mich zu dem Schluss, dass einige dieser dreieckigen UFOs möglicherweise nicht terrestrischen Ursprungs sind. Für Leslie Keen gibt es zwei Möglichkeiten. Was bleibt, ist die Möglichkeit, dass es sich um fortgeschrittene, supergeheime Technologie handelt, die eine fremde Nation entwickelt hat. Oder dass es etwas Außerirdisches ist. Bill Sweetman glaubt, dass es eine rein irdische Antwort gibt. Ich glaube, die wahrscheinlichste Erklärung für die meisten UFO-Sichtungen ist die, dass die Leute etwas gesehen haben, was nicht wirklich da war. Also nicht, dass die Leute Wahnvorstellungen hätten oder verrückt wären. Sie sind einfach nur schlechte Augenzeugen. Die US-Luftwaffe stuft über 700 Fälle als unidentifiziert ein. Doch die schiere Zahl allein ist kein Beleg für UFOs. Als Ermittler beschäftige ich mich damit, Informationen zu gewinnen, damit wir eines Tages Antworten finden werden. Ein ungelöster UFO-Fall ist wie ein ungelöstes Verbrechen. Ich bin skeptisch, dass wir jemals definitive Erklärungen für alle Fälle haben werden. Ich hoffe, mit mehr Informationen werden wir auch mehr Rätsel lösen. Seit mehr als einem Jahrhundert glauben Menschen, sie hätten dreieckige schwarze UFOs gesehen. Alles Einbildung? Verwechslung mit geheimen Prototypen oder Helikoptern? Handfeste Beweise für UFOs? Gibt es noch nicht.